Hallo und herzlich willkommen. Wir machen weiter und zwar beim Rubine sammeln in Super Paper Mario. Wir sind mittlerweile im VIP-Raum. Das ist der Generatorraum für VIPs. Lauf im Rad, mach Strom, verdiene Rubine. Ja, viel besser als der andere Raum. Hier gibt's richtig Rubine, jawohl. Ein neuer Hamster, was? Lust auf Rubine, Hamster? Was, hier, willst du hier mal lochen? Bereit, natürlich. Prima, prima, Momentchen. Los, ihr Hamster, los. Manchmal frage ich mich, warum ich das mache. Aber die Antwort ist einfach. Es macht so Spaß. Bereit? Ja. Gute Antwort. Jetzt rein da. Los, Hamster, los. Ja, jetzt dürfen wir hier rein. Es wird zugeschlossen und wir dürfen einfach mal laufen. Diese Arbeit ist auch mal wieder sehr interessant, denn wir dürfen jetzt einfach nur dauerhaft nach rechts drücken. Wir sehen da rechts so ein paar kleine Funken. Ich glaube, jeder Funke bringt uns 20 Rubine, wenn mich das nicht täuscht. Oder? Waren das 20? Ich glaube schon. Und... Ne, 200 würde ich eher mal schätzen. Doch, 200 natürlich. Ansonsten macht das wenig Sinn. Denn wir müssen hier... Oder vielleicht auch nur 100? Ne, 50 waren es, glaube ich. Genau, 50. So war's. Wir müssen hier 10.000 Rubine zusammenbekommen. Was dann eine Funkenzahl von 200... ausmacht. Ja, also wir müssen 200 Funken gesehen haben. Kann ein bisschen dauern. Allerdings, ja, da muss man durch. Und diese 10.000 Rubine werden wir dann auch wo einlösen. Wo haben wir jetzt noch gar nicht gesehen? Das hätte ich vielleicht vorher mal zeigen sollen. Allerdings werden wir das dann auch noch bald feststellen. An dieser Stelle dann einfach mal eine negative Demonstration. Wobei es beim ersten Mal, wenn man es durchspielt, wahrscheinlich auch nicht so langweilig ist. Nur zum Zusehen sehr. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir auch immerhin die 10.000 Rubine zusammen. Und können uns auf den Weg machen. So, jetzt bin ich aber nochmal nicht mehr so ganz darüber informiert. Ich glaube, wir müssen hier in den Raum. Und uns jetzt mal drehen. Nein, ich habe nicht nach oben gedrückt. Ich habe nach rechts gedrückt. Aber wenn du das meinst, Mario, dann habe ich eben nach oben gedrückt. So, ein bisschen wieder aufhören, genervt zu sein, weil das tut dem Spiel nicht gut. Und ja, hier bemerken wir einen Herren, der sich irgendwie drehen kann. Spitzentiming, werter Freund. Ich habe gerade eine sehr interessante Info erhalten. Nur jetzt im Sonderangebot. Eigentlich wollte ich nur 10.001 Rubine, jetzt nur 10.000. Wie klingt das? Sehr gut. Danke, Kumpel. Hör zu, hör gut zu. Mimi hat geschlafen und ich habe sie im Schlaf belauscht. Und sie flüsterte, 41262816, mein Schatz. Also denke ich, ja, das ist die Nummer von ihrem Freund. 4126, 4816, 41264816. Ich glaube, ich habe mir diese Nummer irgendwo aufgeschrieben. Wir müssen jedenfalls hier hoch. Und, ja, ihr habt's gesehen, also hier sind wir jetzt, bin ich absichtlich noch nicht lang gegangen. Ich wittere Rubine voraus, viele Rubine. Aber siehst du diese Elektrobarrieren? Die machen glatt Grillhamster aus dir. Wenn ich nur einen Schlankmacher-Pixel hätte, schon von ihnen gehört? Mit so einem Pixel kannst du dich seitwärts drehen und wirst so quasi unsichtbar. Man munkelt, dass irgendwo in der Villa so ein Pixel versteckt sein soll. So, Tatsache. Ja, und ich habe auch nochmal den Zettel rausgeholt, wo ich mir das irgendwann mal aufgeschrieben hatte gerade. Weil ich hätte sonst nicht mehr wirklich gewusst, was für eine Kombination das ist. Sich eine achtstellige Ziffer zu merken, während man Let's Playt, ist schwierig. Das muss ich einfach mal sagen. Ja, oh mein Gott. Mit Plato können wir nämlich an diesen Lasern vorbei, wie ihr gesehen habt. Und hier müssen wir jetzt diesen Code eingeben. Zutritt verweigert. Code eingeben. 4, 8, nee, nicht 8, 2, 1, 6, 2, 8, 1, 6. Falscher Code? Okay. Das ist schlecht. 4, 1, 2, 6, daran bin ich mir ziemlich sicher. 2, 8, 6, 1, nein, da waren es 4, 8, 1, 6. 4, 2, 1, 6, 4, 8, Moment.
Ah, Moment, nee, es war 4, 2, 1, 6, 2, 8, 6, nein, 2, 1, 8, 6, so, jetzt haben wir es. Na was? Moment. 4, 1, 2, 6, 4, 8, nein, 4 habe ich gesagt, 4, 8, 1, 6, falscher Code. 4, 2, 1, 6, 2, 8, nein, 2, 1, 8, 6, falscher Code. 4, 2, 1, 6, nein, es war nicht, doch, es war 2, 1, 6. 2, 1, 6, 4, 8, 1, 6, nein. Okay, ich werde mir den Code nochmal beschaffen, wir sehen uns an dieser Stelle dann wieder, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich weiß jetzt die Kombination. Ich hatte es mir falsch aufgeschrieben. Es war nicht 4, 2, 1, 6, sondern 4, 1, 2, 6 und dann 2, 8, 1, 6. Ja, genau. Tut mir leid, irgendwie hatte ich es mir tatsächlich falsch aufgeschrieben. Also, ja, das, was ich mir aufgeschrieben hatte. Oh mein Gott, episch viele Rubine. Das, was ich mir aufgeschrieben hatte, war schon von vor längerer Zeit und ich habe gehofft, dass es zutrifft, aber irgendwie war das falsch. Du hast 1 Million Rubine erhalten. Wir sind Millionär. Oh mein Gott. Und wir können endlich unsere Schulden zurückbezahlen, ja. Wir haben den Tresor von Mimi geplündert und geben ihr jetzt das Geld zurück, was eigentlich ihr gehört. Ist das geil oder ist das geil? Ja, und für diese Info konnte man auch relativ viel mal bezahlen. Moment, der Restroom, keine Ahnung, Restroom war, glaube ich, links irgendwie. Ich wollte jetzt gucken, ob ich mir einen Pilz noch hole, aber dazu müssen wir jetzt Peach noch auspacken und das lassen wir an der Stelle einfach mal. Ja, tut mir leid, dass ich die Kombination jetzt nicht direkt wusste, aber irgendwie ist das irgendwie schief gelaufen, ja. Hallo, willkommen bei der Rubinbank, Abteilung Kredite. Ich habe Ihre Stimme schon wieder total anders gesprochen als sonst. Vielen Dank für dein Interesse an unserem Rubinkredit. Was kann ich für dich tun? Kredit abbezahlen, würde ich sagen. Super, ich nehme dann mal alle deine Rubine, ja? Vielen Dank. Oh mein Gott. Und der Schuldenstand ist runter. Vielen Dank, dass Sie Ihren Kredit abbezahlt haben. Vollständig? Was? Wie hast du genug Rubine verdient? Das war so nicht geplant. Nein! Du hast meinen schönen Plan ruiniert. Ah! Du Fiesling! Ah! Boom! Das war... Das nenne ich mal ein explosives Gemüt, ja. Ganz klar. So, so. Moment, falsche Stimme. So, so. Dieses kleine Biest hat uns also in eine Falle gestellt. Aber wer war sie? Wer war das eigentlich? Ich mache mir Sorgen um Merle. Wir müssen ihr helfen. Ja, gut. An dieser Stelle bemerken sogar Mario und Tippi, dass sich hierbei nicht um ein Hausmädchen handelt, sondern irgendein seltsames, ja, keine Ahnung, irgendjemand, der uns nicht mag. Und der aus diesem Grund wahrscheinlich auch Merle nicht unbedingt mag. Allerdings haben wir Kapitel 2, 3 jetzt geschafft. Möchtest du speichern? Natürlich möchten wir speichern. Speichervorgang beendet. Das seltsame Hausmädchen Mimi verschwand in einer Rauchwolke. Was hatte sie vor und warum wollte sie Mario und seinen Freund versklaven? Nach diesem Zwischenfall bemerkte Peach eine Treppe nach unten. Ob Merle dort unten ist, fragten sich unsere Freunde mit sorgvollen Mienen. Da es nur einen Weg gab, dies herauszufinden, stiegen sie die Treppe herab. Auch wenn ich eben nicht wirklich eine Treppe gesehen habe hinter diesem Gitter, aber naja, das wollen wir mal für uns behalten. Konfrontation im Keller, Kapitel 2, 4. Und hier sind wir auf der Treppe. Das reine Herz ist nah. Hier unten spüre ich es viel stärker. Ah, yippie, hurra! Zum Glück seid ihr jetzt endlich da. Ich sollte die Stimme nochmal verändern, weil Merle ist, glaube ich, zu ihrer Zeit eine Schönheit gewesen oder so. Ich bin Merle. Kommt herein, diese Villa, sie ist mein. Ich warte hier schon ziemlich lang.
Mir war schon etwas Angst und Bang. Entschuldigt mich, ich bin in Eile, weswegen ich nur kurz verweile. Was Böses jagt mich durch das Haus. Ich bitte euch, holt mich heraus. Im Keller sitze ich wie eine Maus. Und das in meinem eigenen Haus. Hoffentlich findet man mich bald. Nach 1500 Jahren ist es ziemlich kalt. Von jetzt an seid stets auf der Hut. Vertraut auf nichts, ob bös, ob gut. Nein, ich kann nicht bleiben hier. Meine Macht entgleitet mir. Ich bitte euch, rettet mich, fix. Doch Vorsicht, sie kennt fiese Tricks. Punkt, Punkt, Punkt. Episch. Sie ist weg. War diese Erscheinung wirklich Merli? Warum hat sie uns gebeten, vorsichtig zu sein? Merlis Keller. Oh mein Gott. Ja, Merli ist eigentlich, ja, sie ist alt, 1500 Jahre, aber irgendwie soll sie damals noch eine Schönheit gewesen sein oder so. Und als, ja, ich wollte sie jetzt nicht so klingen lassen wie eine Hexe oder so, das wäre eventuell fehl am Platz gewesen. Hier unten befindet sich ein schöner Pilz, den wir uns doch mal schön genehmigen können. Und da hinten auch noch ein toller Speicherpunkt. Immer sehr hilfreich, ganz klar. Und jetzt gehen wir links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Wir gehen links. Der folgende Abschnitt wird so ein klein bisschen labyrinthmäßig. Hier finden wir Raum 1. Ja. Diese Raumeinteilung kann man sich durchaus mal merken. Und jetzt holen wir auch mal wieder mal Kabumso raus, weil die Buhus zu töten ist einfacher mit Kabumso. Ganz klar. Und ja, in diesen Räumen, ja, so eine kleine Art Labyrinth. Wir sollten möglichst immer danach streben, in höhere Räume zu gelangen. Also mit einer höheren Nummer. Also Räume mit einer höheren Nummer. So, dann haben wir es auch. Hier das ist Raum 3. Jetzt gehen wir mal hier durch. Wir werden aber möglichst alle Räume abklappern, damit wir auch alle Geheimnisse irgendwie bekommen. Das ist ein Zombie-Pilz. Boom. Und das ist irgendwas. So, hier haben wir Raum 2. Okay. Das war Raum 2 und eben waren wir auch Raum 1 und Raum 3. So, und jetzt sind wir auch wieder hier. Das heißt, wir sind im Kreis gelaufen. Was wir machen müssen, ist wahrscheinlich relativ ersichtlich gewesen. Hier zunächst mal durchgehen. Und jetzt hier an der Stelle einfach nach links. Oder können wir auch nach rechts? Ne, nach rechts können wir nicht. Schwachsinn, was ich da geredet habe. Oder ist hier hinten noch? Nein. Hier geht es wirklich nur nach links. Damit dürften wir jetzt in Raum... Ah ja, genau. Jetzt sind wir hier in diesem großen Raum. Wenn wir hier reingehen, was passiert dann nochmal? Nur mal kurz gucken. Dann landen wir hier oben. Das bringt uns... irgendwo hin. Moment, wollen wir hier lang? Das ist eine sehr gute Frage. Wollen wir hier wirklich lang? Wir gehen erstmal nach hier. Hier gibt es nämlich... ja. Okay. Sehr gut. Gehen wir hier hoch. Und dann stoßen wir... naja, das war blöd. Das haben wir jetzt echt blöd gemacht. Wir hätten einen stehen lassen sollen. Oder erstmal die oberen machen sollen. Weil jetzt müssen wir das irgendwie so machen. Aber mit einem reicht es eigentlich noch... so. Kommt herbei und tretet ein. Dank und Kusshand obendrein. Seht nur, ich bin wieder da. Findet ihr das nicht wunderbar? Die Leute kommen von nah und fern und helfen tue ich immer gern. Jetzt seid ihr hier. Das macht mich froh. Hihi, haha, ho, ho, ho. Ho. Das war ein Ho zu viel. Jetzt seid ihr hier. Das sind 4 Silben. Das macht mich froh. Sind nochmal 4 Silben. Und dann hi hi ha ha. Ho 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 ho. 1, 2, 3. Ach, ich kann nicht zählen. Es ist schwierig, ja. Wir suchen das reine Herz. Aha, oha. Und so, so, so. Und ein reines Herz für Mario und Co. Euch, das meine ich ohne Scherz, gebe ich gern das reine Herz. Doch umsonst zu geben, liegt mir fern. 10.000 Rubine hätte ich gern.
Eine Unterschrift trennt euch vom Herzen. Die Rubine könnt ihr doch verschmerzen. Tja, an dieser Stelle, wir wissen, wie schwierig es ist, 10.000 Rubine zusammenzukriegen und dann deshalb, lehnen wir mal ab. Fehlen euch die Rubine? Eben kann einen Kredit ich geben. Hier der Vertrag für den Betrag. Auch das sollten wir lieber nicht machen, wir kennen uns mit Krediten gut aus. Okay, versüßen wir den Kauf. Ich lege noch etwas obendrauf. Unterschreibt nur hier und dann gilt's. Dazu kommt noch ein Megapilz. Hier den Vertrag für den Betrag. Ja, an dieser Stelle ist es natürlich mal interessant zu wissen, was ein Megapilz ist, weil ansonsten kriegt man den Super Paper Mario, glaube ich, nicht. Aber trotzdem, die 10 Millionen Rubine sind uns ein wenig zu viel und deshalb auch hier. Junge, ihr verhandelt hart. Macht euch ein neues Pixel zart? Ist das nicht ein toller Deal? Wo bekommt ihr sonst so viel? Einen Namen schreibt schnell hin, dann macht ihr einen Traumgewinn. Auch das selbst mit einem neuen Pixel, wir lassen es lieber. Gia! Denkt ihr etwa, dass ich lüge? Euch ganz fürchterlich betrüge? Das Angebot, das wird jetzt gleich nichtig. Ist das reine Herz nicht wichtig? Ablehnen. Gute Wahl, ja so ein Glück, denn sie ist ein falsches Stück. Bäm, und da haben wir die Lüge aufgedeckt. Mimi, 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 ach, jetzt ist es auch egal. Hehe, ihr habt mich für ein Hausmädchen oder eine Hochstaplerin gehalten. Aber in Wirklichkeit bin ich Mimi, Gestaltenwandlerin und Gehilfin von Graf Knickwitz. Ich hatte auf eine friedliche Lösung gehofft, aber Pech gehabt. So, ihr wollt die harte Tour? Soll mir recht sein. Weg mit den Samthandschuhen. Wahre Gestalt. Und jetzt wird es episch. Ja, das sieht mir schwer nach einer starken Akrobatin aus. Den Kopf so zu drehen und das wird jetzt sehr seltsam. Oh ja, in Wirklichkeit ist Mimi eine Spinne. Das ist komisch, aber naja. Mimi, 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 Mimi. Ja, wir haben es verstanden. Uah. Sie wird von Magie beschützt, sodass ein Angriff gar nichts nützt. Der Sturm nach vorne bringt euch nix. Drum lauft davon. Und zwar recht fix. Angriffe. Moment. Angriffe wirken nicht. Wie sollen wir sie dann besiegen? Mimi, Mimi. Ihr müsst nun finden, mein Versteck. Dann nehme ich den Zauber weg. Ist der Zauber erst einmal weg, dann macht ihr Mimi schnell zur Schneck.